ganzer Haufen von denen. Oh, ich stehe in Säure nicht gut. Ach, die können auch Säure droppen, wenn sie sterben. Viecher. Nervig. Ja, hier oben waren wir schon überall. Meine Güte, sagt bloß, wir sind schon fast mit der Ebene durch. Krass, ey. Ist der RNG entweder sehr nett zu uns oder sehr unnett zu uns? Weil ich habe es in Erinnerung eigentlich, dass die Ebenen hier ziemlich groß und ziemlich verwirrend sind. Und ja, vor der nächsten Aufnahme-Session muss ich mal gucken, ob wir doch mal das Hirn hier kriegen. Not enough mana. Du bist niedlich. Meine ich ernsthaft. Steht sie alleine hier rum und beschießt mich und trifft nicht. Ja, irgendwie sieht das leider danach aus. Als ob wir mit der Ebene fertig wären. Na gut, wir sind auch schon Level 20. Von daher dürfte das auch relativ gut hinkommen. Hier drüben habe ich alles getötet. Ja, mal sicherheitshalber gucken, dass wir nicht aus Versehen irgendwo Gold. Ja, genau. Oder ein Hinterhalt. Übersehen. Ja gut, hier waren wir auch schon überall, so wie das aussieht. Also so tot, wie hier alles aussieht. Ja. Das sieht alles geklärt aus. Das heißt, wir können. Die letzte Hürde antreten. So, sicherheitshalber gleich hier speichern. Ja, die Hölle ist etwas aufgeräumter. Potion of Full Healing ist dafür aber nicht sonderlich einladend.
Dafür haben die obersten Etagen wenigstens nette Einwohner. Die teilweise sehr schnell sterben. Dafür aber auch sehr viel Schaden hauen können, die sehr zu nahe kommen. Oh, das war sehr knapp. Wow, und sie können stunnen. Hatte ich ganz vergessen. Also ja, wir sind im letzten Gebiet, das heißt, also der letzten, ach, wie soll ich es nennen, letztes Level stimmt ja nicht. Wir sind halt ja doch im letzten Gebiet, aber nicht im letzten Level. Wir haben ja noch 4 Level vor uns. Also 3 Level und dann das Level. Da geht's bereits zu Level 14 runter. Halleluja. So, letzte Heilung mit Mana. Die geben zum Glück auch gute Erfahrung. Wurzburg brauchen wir nicht. Axt brauchen wir auch nicht. Gucken wir mal hier lang. Also ja, das Gute ist, wir haben bis jetzt hauptsächlich Nahkämpfer. Oh, wir haben noch, wir müssen auch noch den Schalter finden. Oh. Au. Um den Weg zu Level 14 zu öffnen. Hi, hi, hi. Tschüss, tschüss. Ja, ihr merkt, ich speichere öfter. Oh, ho, ho, ho. Will euch nicht lieb haben. Stone Curse hilft mir nicht viel. Wir müssen eh bald wieder zurück, weil ich habe vergessen, meine Waffe zu reparieren.
Leather Armor. Guckt euch das mal an. Wie viel Haltbarkeit hast du noch? Okay, das ist dann ein bisschen blöd. Hauen wir ab. Ja, ganz einfach weg hier. Wow, what can I do for you? So, hast du einen neuen Bogen? Bow of Power? Blessed Blade of Wicker. Nicht wirklich. Also. Ja, sehr teuer. Wow, what can I do for you? So, die Armor identifizieren. Hello, my friend. Stay a while and listen. Well, what can I do for you? Sicherheitshalber bei what Pepin ails you, my friend? Mit what ails you, my friend? Also, Potion of Full Healing. So, das sollte erstmal reichen. What ails you, also my friend? So, also Ersatzpotions haben wir. Ist repariert. Gut. I sense a soul in search of answers. Stalker Scroll kann weg. Inferno Buch kann weg. Und Guardian Buch kann weg. So. Das heißt, wir sind für die Hölle vorbereitet. Greetings, good master. Welcome to the tavern of the rising sun. Word is a rapscallion and a lit. So, die beiden sind für Notfälle. Oh. Tamportal-Schriftrollen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Sonst haben wir nachher ein Problem, wenn wir die vergessen. I sense a soul in search of answers. So, hast du noch was Interessantes? Nein. So.
3 Tampostas-Scrolls, die wir wieder dahin schmeißen können. So. Safe Game und wieder rein in die Hölle. Wow, fängt ja schon gut an. So, haben wir nach hinten auch ja niemanden übersehen? Nee. Haben wir nicht. Gut. Dann gucken wir uns jetzt hier unten um, weil hier haben wir ja ein bisschen gekriegt gehabt. Murky Pool. Oh, guckt euch das wieder an. Deswegen, liebe Leute, haben wir Heiltrink eingepackt. Asian Cauldron. Up to town. Was hat der nochmal gemacht? The Sword of Justice, Swift and Sharp. Hä? Oh, es ändert den Damage von meiner Waffe. Das war's. Ja. Erhöht den Maximaldamage um 1 von meiner Waffe. Okay, auch gut. Irgendwer hier drin? Ja, sehr viele Leute, aber... Keiner davon wirklich lebendig. Und ja. Der Weg wieder raus aus der Hölle. Ist direkt hinter Pepins Haus. The armories of hell are home to the warlord of blood. In his wake lay the mutilated bodies of... Ah, danke. Lass mich raten, ja. The armories of hell are home to the warlord of blood. In his wake lay the mutilated bodies of thousands. Angels and man alike have been cut down to fulfill his endless sacrifices to the Dark Ones, who scream for one thing, blood. Lass mich raten. Ja. Das hat den Weg nach unten frei gemacht. Das ist nämlich eine Quest. Das heißt, schade, kein Nachtan an. Gut, was macht der Murky Pool?
Ich habe keine Ahnung, was der Merk macht. Bitte? Na, gucken wir mal, was passiert. Vielleicht ist es einfach nur ein Heil. Soll es ja auch geben.